Hallihallo, willkommen zurück bei Rayman Legends. Wir waren in... Da waren wir. Und zwar... Boah, wir haben ja nichts hier vollständig gemacht. Das ist ja schrecklich. Na gut, Licht im Dunkel. Wäre dann die Option der Wahl. Nein! Oh, gekriegt, cool. So, okay. Müssen wir jetzt tatsächlich nach links? Okay, gut. Heißt dann, es war noch rechts was. Sah nämlich auch sehr danach aus. Ah, okay. Nochmal Agenten-Action und zwar in diesmal sehr hohem Maß. Aber das ist auch machbar, denke ich. Ja. Sieht doch ganz nett aus. Ist aber schon um einiges schwieriger als beim letzten Mal, würde ich jetzt einfach mal spontan vermuten. Spontan beurteilen. Aber da wir ja eine Agentin sind, das haben wir ja schon festgestellt, die liebe Ursula ist ja ausgebildete Agentin. Wie wir auch schon am Outfit festgestellt haben. Ah, so macht er das. Oh, oh. Gut. Muss man auch mal ausprobieren. Ah, okay. Er bewegt das jetzt einmal im Kreise. Und so... Bewegt das in die andere Richtung. Okay. Ist machbar, denke ich. Wow. Und zack, jawohl. Huh, da braucht man schon einiges an Konzentration, muss man doch schon... Wow, mal zugeben. Ja, wieder das, die übliche Knopf-Action. Und einmal noch hier rüber. Die kleinen Linge sind jetzt irgendwie ziemlich offensichtlich. Oder liegt das an mir? Aha. Ich weiß es nicht. Aber ich finde die ziemlich offensichtlich gerade. So, okay. Einmal hier rüber. Hier hin. Hier hin. Genau. Okay. Ah, so gerade geschafft. Cool. War ein bisschen hakelig, die Stelle, muss ich sagen. So. Okay. Agentin Ursula hat es wieder einmal geschafft. Bisher. Und jetzt... Wow, okay, das ist schon wieder so, weniger denken, mehr einfach nur nach Reflex spielen. Wow, genau wie das gerade. Ah, du machst die Geräusche. Okay, da wäre ich nicht drauf gekommen, wenn da die Geräusche nicht gewesen wären, glaube ich. Obwohl ich nicht weiß, ob ich nicht trotzdem reingeguckt hätte. Das jetzt nochmal machen. Okay, das haben wir auch. Du. Du. Und weiter. So, so, so. Und bumm. Auch hier finde ich den Safe wieder etwas ungünstig gesetzt. Wobei natürlich die Stelle hier eigentlich nicht sehr gefährlich ist. Das stimmt schon. So, warten wir mal eben. Aua. Ja gut, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass da auf einmal so ein Frosch vom Himmel fällt. Und schon wieder ist der Ach, Mann. Ich den ganzen Mist nochmal machen. Da habe ich jetzt leider vergessen, die Y-Taste zu drücken und habe dafür X gedrückt. Das war etwas
ungünstig. Müssen wir mal ein bisschen Konzentration hier ansetzen. Wow. Okay, also dafür, dass das eben so gut lief, lief es jetzt beschissen. Meine Güte, okay. Biu, bau, bum, zack. Das Problem ist halt, dass ich relativ schnell hektisch werde, wenn ich eine Stelle öfter machen muss und keine Lust mehr darauf habe. Aber... Okay, jetzt sind wir wieder hier durch. Mal eben abwarten. Okay. Auch das geschafft. Ich meine, das war jetzt nur dieser eine, dieser letzte Gegner vor dem, ja, Durchkommen quasi. Du bewegst das Ding ein bisschen zu schnell, findest du nicht? Oh, ich habe noch gelebt. Das habe ich natürlich verpasst. Ah, da bin ich gekrochen, deswegen. Okay. Woohoo! Aber auch das ist geschafft. Aber da unten müssen wir uns merken, da geht es nämlich noch irgendwie, da ist wieder so ein Stromding. Heißt, wenn wir irgendwie Strom ausgemacht haben, kommen wir dann wieder eigentlich zurück? Nö. Warum war das denn dann da? Ich habe die Vermutung, wir haben wieder was verpasst. Pow. Okay. Kommen wir erstmal nach hier. Mach das aus. Mach das an. Mach das aus. Mach das an. Ja, ist doch schön. Okay, gut. Ach, jetzt... Oh. Das habe ich gar nicht gesehen. Aber wenn wir beide Geheimräume haben, ist natürlich schon mal... Spitze. Oh. Nee, hier möchte ich hin. Okay, das war jetzt aber auch nicht so schwer. Gucken wir mal eben, wie es mit unseren Kleinlingen aussieht, weil beide Geheimräume sollten wir ja gehabt haben jetzt. Oh, es fehlt tatsächlich nur noch einer. Dann könnte es sein, dass wir doch alles haben. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, das war ein bisschen doof. Ich soll, glaube ich, zu eng, um da hochzukommen. Ein Tor haben wir noch. Auch hier sehe ich aber wieder keinen Kleinling. Das sind wieder nur in Anführungszeichen Klein... Oh, Looms. Okay. Oh, das war natürlich extrem dämlich. Ich sollte vielleicht warten, bis der fertig ist hier. Okay, und raus. Ach komm, einen Kleinling müssen wir doch noch kriegen hier. Ja. Jetzt mal abgesehen von den Looms, die wir hier noch mitnehmen. An die Kette hängen. So, ich meine, ich habe gerade einen Käfig gesehen. Kann aber auch eine Einbildung gewesen sein. Ah, okay. Das war jetzt wieder ganz, ganz toll. Naja, gut. Ach ja, das Geschick in Person, das bin ich einfach. So, okay, lass dich mal da runterfallen. Gehst mir nämlich auf den Senkel mit deinen Energiekugeln da. Okay, haben wir. Pow. Jawohl.
Nein, ich habe keinen Käfig gesehen. Oh nein, jetzt fehlt da wirklich wieder dieser eine ganz am Ende. Oder... Oh, nein, tut er nicht. Jawoll. Bing, bing, bing. Alle drei Pokale. Sehr schön. Wir haben aber, glaube ich, nicht die 600 Looms bekommen. Nee. Merkwürdig. Dabei habe ich gedacht, ich hätte alle gekriegt. Verliert man Looms, wenn man stirbt? Habe ich gar nicht so drauf geachtet, muss ich ehrlich zugeben. Oh, jetzt kommen wir nicht in das nächste Befreiungslevel rein hier. Weil da fehlen uns noch zwei Dingens für. Ja gut, dann machen wir die Aufzugattacke noch. Zwei Level pro Folge ist, glaube ich, ganz gut. Ey, nein. Herz. Okay. Na, das war doch mal elegant, oder? Hier kommt man nicht durch. Ja, der flackert wieder. Einen Moment warten. Jetzt. Okay, gut. Weg mit ihm. Ja, hier müssen wir mal an der rechten Wand. Und jetzt... Upsa. Aua. Gut, das war nicht ganz so elegant, wie ich es hätte gehabt haben wollen tun. Ja, das ist das Problem. Ich sollte das mit dem Springen an der Wand lassen und sollte da einfach runtergleiten. Ist vielleicht angenehmer. Aber ich fand das an der Wand rutschen, das finde ich eigentlich ziemlich cool. So. War vielleicht angenehmer. So, wir haben 92 Looms. Ich habe es schon wieder nicht drauf geachtet. Muss ich mir mal in der Aufnahme am Ende angucken. Schalala. Okay. Deswegen Aufzugattacke. Boom. Okay, da kommen wieder zwei. Was haben die denn eigentlich für Waffen? Haben die auch so normale Strahlenwaffen? Okay. War jetzt nicht so doch schlimm, fand ich bisher. Aber wir haben auch noch nicht viel gefunden, das muss man auch dazu sagen. Was denn für ein Heini? Geh du mal weg da. So. Hihihi. Okay. Das erinnert jetzt einen an Donkey Kong, oder? So, hier haben wir Wasser. Ja, das sah doch sehr danach aus. Ich verstehe. Upsa. Gut, man sollte nicht dagegen schwimmen. Frau Ursula, Top-Agentin. Auf das Viech warten und drunter lang. Genau so. Sehr gut. Ach, da ist das Ding. Ich habe gedacht, das käme von links. Weil dann hätte mir das natürlich was geholfen, an der Seite zu bleiben. Aber dann muss ich die Seite wechseln. Gut, nur auch mal wissen, ne? Muss man auch erstmal wissen. Ah, das macht auch einen ganz merkwürdigen Bogen hier.
Okay, und schon haben wir es aber. Ich denke mal, da oben wird nichts gewesen sein. Da kommen nur die Dinger her, weil in den Leveln geht es ja nur immer um den einen Kleinling hier. Sonst hätte ich da oben natürlich noch geguckt, wo die Dinger hingehen. Boom. Haben wir den jetzt gerettet vom zerquetscht werden oder was? Und wir sind wieder unter Wasser, das ist immer toll. Okay. Was sonst geht's euch gut, ja? Hat man öfter. Einfach irgendwo Kanäle, wo einfach Raketen hin und her geschossen werden, ja. Ich hab gar nicht damit gerechnet, dass das Ding angeht. Muss ich ehrlich zugeben. Ja, ja, jetzt haben wir noch zielsuchende Raketen. Warum auch nicht? Ich meine, das habe ich mir eigentlich schon, aua, gedacht, dass es zielsuchende Raketen... ich habe mir eigentlich gedacht, das wären zielsuchende Raketen, die da rauskommen, aber das waren scheinbar erst die späteren. So. Langsam habe ich gelernt, wie die Geheimräume hier aussehen. Ach, schon wieder Fahrstuhl, okay. Ah, hier können wir noch ein paar Loops mitnehmen, das ist ganz cool. Hab dich. Yo, was geht? Okay. Bis jetzt sieht es mit den Kleinlingen auch ganz gut aus. Vielleicht haben wir ja tatsächlich diese Folge... Ah, oh, wieder die schöne Musik. Alter Schwede, was geht denn hier ab? Was passiert hier gerade? Oh Mann, aber die Musik ist immer noch spitze. Muss man... Aua, verdammt. Einfach mal so sagen. Nein, das war's. Okay, dann müssen wir es wahrscheinlich nochmal... Genau, von vorne machen. Aber wir haben ja die Faust. Weil das ist jetzt wirklich Gemetzel. Das kann man wirklich Attacke nennen, was hier abgeht. Aua. Den habe ich nicht gesehen. Muss ich ein bisschen konzentrieren hier. Aua. Ja, genau, weil... Das ist gerade irgendwie ein bisschen Overflow. So, du und du weg und du da hinten auch. Und du rechts und du oben. Und du da links und du und du und du und du. Da du noch und du und wieder in die Mitte. Genau, so. Aua, ach, das, die prallen immer von der Wand ab. Das ist immer mies. Und dann kommt das... Ja. Okay, die Stelle ist ein bisschen gemein. Weil, im Endeffekt ist sie gemein. Weil die Dinger von der Wand abprallen und ich damit irgendwie nicht rechne. So, jetzt hier rüber, dann du noch weg. So, jetzt haben wir die und jetzt schnell hier rüber, genau. Und dann nach hier rüber. So, dann haben wir die weg. So, aber jetzt haben wir das doch auch geschafft. Juhu. Hui, war doch ein bisschen anstrengend.
Muss man ruhig mal so sagen können dürfen. Ui! Letztes Level vom Endgegner, wie es aussieht. Also dann nochmal eine kleine Rennstrecke hier. Und los geht's. Moment mal. Au! Alter. Muss man nicht gleich übertreiben, ne? Aua. Okay, schade. Ja, das hatten wir schon. Nochmal. Was ich nicht so ganz verstehe, ist, dass diese Kleinling-Zauberer ja im Prinzip auch... Ach, das ist nur so ein Ding. Okay. Dass die ja im Prinzip auch Kleinlinge sind. Und trotzdem hier ihre Kumpaninnen entführen im Prinzip. Aber na gut. Hä? Ach, der wirft die abwechselnd. Aha. Warum verhalten die sich nicht einfach alle mal gleich? Jetzt schmeißt er den nämlich nach oben. Jetzt kann ich hier rum. Ja, wie mache ich denn das? Moment, Moment. Gib mir ein bisschen. Boom. So, machen wir es mit ein bisschen Geschick. Okay. Zack, das ist ja auch kein Problem so. Was macht er? Er schmeißt es da wieder in den Haufen. Und jetzt schmeißt es wieder hier lang. Und jetzt wieder da oben lang. Und jetzt ist er weg. Okay, okay. So, das Level machen wir noch zu Ende, wie ich gesagt habe. Weil jetzt kommt der Rennteil, wie es ausschaut. Okay, das sieht nur cool aus, aber da konnte ich nichts machen jetzt, ne? Richtig? Ach, das ist ja jetzt okay, der Übergang. Im Endeffekt. Ne, 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 ne. Verfolgungsraketen, toll. Au. Autsch, autsch. Ah, jetzt müsste er doch gleich hängen bleiben, oder? Ja, genau, jetzt macht sie nämlich... Ne, hängen bleiben noch nicht, aber sie springt jetzt erstmal ab hier. I'm free, yeah! Namaza. Na gut. Jawohl, damit haben wir auch alles. Haben wir eigentlich die 600 Looms jetzt geknackt, obwohl wir so oft gestorben sind? Ja, oh, locker. Gut, dann scheint das tatsächlich nicht damit dem Sterben zusammenzuhängen. Das ist schon mal gut zu wissen. So, 20.000 Looms unter dem Meer. Mal gucken, ob wir die auch zusammenkriegen. Wir kriegen auf dem ersten Mal hier links das Level freigeschaltet. Und das werden wir dann auch in der nächsten Folge angehen, denn wir sind schon wieder fertig. Zwei Level geschafft, Genialitätsstufe 7, 7000 Looms. Wir hängen nochmal eben hier zwei Rubbellose an. Ein weiteres Kuscheltier, die können wir uns dann auch in der nächsten Folge dann nochmal ansehen und besuchen gehen. Noch ein Kuscheltier, sehr schön. Okay, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich würde mich über ein wenig Feedback freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder hier bei Rayman Legends mit Geheimagentin Ursula. Bis dann. Tschüss.